Nee, den einen, der jetzt hier quasi im Boden drin ist, den lasse ich mal in Ruhe. Hier waren, glaube ich, auch keiner. Hier in der Magensäure oder was auch immer das sein soll. Einfach mal durchrennen. Einfach mal gucken. Planlos durch Seattle. Hui. Ja gut, das war jetzt offensichtlich nicht der beste Weg, für den ich mich jetzt hier entschieden habe. Oh, es ist ja auch noch ein Bosskampf, ey. Super. Hinterlässt mir einen Affen oder was passiert? Nicht hier! Bleib doch bei mir, Mensch. Ja gut, das kann ich so vergessen. Aber ich muss, glaube ich, gar nicht in diesen Körper rein. Es gibt draußen drei Affen. Da bin ich mir eigentlich nicht zu 1000% sicher, aber fast. Deswegen versuchen wir es einfach nochmal. Das sind drei UFOs, Mann. Die müssen doch ihren Grund haben. Wie habe ich die damals provoziert? Gib dein Bestes. Irgendwie muss ich das ja geschafft haben. Scheißegal. Scheißegal. Ach. Oder gab es irgendwie eine Höhle oder so? Keine Ahnung, wo ich nochmal rein konnte. Das wäre dann gleich, wenn ich jetzt auf dem Schief war, mal kurz mein Affenradar zücken. Hi. Stehen bleiben. Freeze. So, jetzt ist halt die große Preisfrage. Wo ist der Rest? Hier ist keiner, Mann. Ich werde wahnsinnig. Das kann nicht wahr sein. Tatsächlich nicht. Habe ich nicht mit gerechnet, bin ich ehrlich. Oh, das ist unglaublich, ne? Diese Kacke, dass man da einfach, dass es nicht hinbekommt, da einfach reinzugehen, ne? Verstehe ich, da habe ich kein Verständnis für. Oben ist einer. Ja, dann gehen wir erstmal das Schiff da oben hoch oder was, ne? Würde ich sagen. Hoffen wir mal das Beste. Ich mache extra den Ring, damit ich halt nicht getroffen werde. Scheint ja sehr viel zu bringen. du darfst ruhig, ne? So. Wenn du Lust hast. Sehr gerne sogar. Okay. Hi. Verstehe ich nicht. Egal. Tot. Klappe zu, Affe tot. Ja, steh einfach wieder auf dem Schiff. Kein Problem. Aber ob das für Gold ausreichend war, boah, ich weiß ja nicht. War zwar über 2 Minuten, glaube ich, ne, wieder. Aber pff. Super. Na. Leider nur Silber. Habe ich hier viel Scheiße gebaut, frage ich mich gerade. Also ich könnte direkt am Anfang aufs Schief natürlich. In die eine Ecke muss ich sowieso. 1,24. Wie viel hatte ich gerade? 1,38, also ist schon ein nicht unerheblicher Unterschied, leider. Gib dein Bestes. Das Scheiße habe ich natürlich immer gebaut, klar. Danke. Danke. So, zack. Dann sollen wir die mal eben schnell ein. Ah, okay. Ob sich das jetzt noch gelohnt hat, weiß ich nicht. Oder ob ich mehr Zeit gebraucht habe, den einzusammeln. Einfach nur hoch. Dankeschön. Und 3 verfickte UFOs sind da, ne? Mach's doch einfach kaputt, bitte. Danke.
Mann! Bleib stehen! So. Okay, jetzt habe ich noch eine Dreiviertelminute Zeit ungefähr. Ach, nicht mal. Das schaffe ich nicht, ne. Das wird leider... Leider wird auch das nichts werden. So schnell bin ich leider nicht oben. Das ist das Einzige, was mich vielleicht noch retten kann. Nämlich die goldenen Jingles. Wo bin ich? Ach, Leute! Mein Gott! Also das war jetzt richtig asozial, muss ich leider so sagen. Nicht das jetzt hier machen. Tun. Schaffe ich nicht. Wenn, dann wird es echt eine scheiß knappe Geschichte. Ja, könnte doch was werden. 1,27 war es, ne? Puh! Steht schon wieder auf dem Schiff. Oh, es ist mir viel zu spät. Ich werde zu alt für die Scheiße. Echt? Unfassbar. Ich hoffe, das war ausreichend. Ich meine, es war 1,27 für Gold. Ja, gut. Brrr. Nie wiedersehen. Das ist alles, wo wir jetzt Gold holen, die Level müssen wir nie wiedersehen. Ist mir scheißegal. Wir machen einfach weiter. Ah, ich habe die falsche Taste gedrückt. Mein Fehler. Keine Zeit-Challenge gemacht. Das ist mir jetzt das erste Mal jetzt natürlich passiert, ne? Mhm. Los geht's. Ja, da gab es ein paar unter Wasser auf jeden Fall. Gibt es insgesamt schon nur 6. Und ich glaube, das ist auch mit ein Problem, dass es dann generell so wenig in den einzelnen Stages gibt. Gerade bei den Leveln ist es echt schwierig, alles zu holen. So. So, vier Affen schon wieder. Oh, ich werde doch jetzt nicht. Wieso tust du mir das an? Wieso tust du mir das an? Gib dein Bestes. Tim. Ich habe schon wieder so ein Kackviech auf dem Haifisch. Doch, Haifisch. Nein! Holen da runter. Spacken echt, ey. Ich kriege ihn einfach nicht. So leid es mir tut. Darf ich ihn einfach so fangen? Das möchte ich jetzt schon gerne wissen. Ne, das funktioniert leider nicht. Doch, geht wohl. Ha! Kann ich einfach wegschnappen. Sehr gut. Bist du jetzt direkt ins Wasser oder gibt es jetzt auch noch einen anderen Weg? Da oben sitzt noch einer. Auch in Ordnung. Der fällt nicht runter, ne? Nee. Schade, schade. Na ja, gut. Dann erstmal durch. Hui, Flunsch. So, 4 Stück in 2 Minuten ein paar zerquetschen. Das ist nicht so wenig, muss man sagen. Oh, da oben sind schon mal direkt 2. Das ist sehr gut. Okay. Wo müssen wir denn hin? Ach, du Scheiße, okay. Das könnte... Na, wird aber nicht klappen, nein. Es klappt doch! Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Wie geil ist das denn? So, wunderbar. Hätten wir es auch schon mal geregelt. Geregelt. Ja, gut, davon darf ich nicht ausgehen, dass das funktioniert. Größen waren bis in Maßen auch nicht verkehrt. Ne? Also, an dieser Stelle nur noch mal betonen. Ich brauche mehr Leute, die im Wasser sind. Mal gucken, was hier in der Höhle so abgeht. Es ist mir scheißegal. Wo bin ich? Hilfe! Ich sehe nichts! Was? Ist irgendwo jemand oder was? Oder wie? Oder warum? Ach so! Ah, okay, jetzt verstehe ich. Alles klar. Ja, okay. Ist eigentlich angenehm. Bisschen nervig zwischenzeitlich auf jeden Fall.
Geiler wäre es, wenn da unten auch noch einer im Wasser wäre, ich mir einfach so wegschnappen könnte. Ja, doch den Hammerhai-Affen sollte ich mir auf jeden Fall holen. Ist schnell verdienter Affe quasi. Das war mittelmäßig. Ja, immerhin, ne? So. Immerhin die Norm erfüllt. Oder heißt die Norm, die Vorgabe erfüllt. 2,2478 haben wir. Gucken, was Silber macht. 2,6, okay. Ja, da war viel Luft nach oben. Auf jeden Fall. Muss mich auch erstmal orientieren, ne? Dün. Stehen bleiben. Jawohl, so, okay. Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Mal rumlaborieren hier. Los. Und hoch. Jungs. Nein. Lauf einfach los. Genau. Du musst den Sprung nur genauso geil hinbekommen wie gerade. Das war eigentlich ganz nice. Nice. Sieht zwar nicht überhaupt nicht, wo ich hinspringe, aber ist ja egal. So, zack, Nummer 1. Und Nummer 2. So, mal runterspringen. Wir räumen. Flonsch. So, direkt einmal hier durch. Die Frage wäre halt auch, ob es sinnvoller gewesen wäre, einfach geradeaus weiterzugehen, aber es ist, glaube ich, im Endeffekt völlig uninteressant. So, zack, zack. Ist egal. Hi. Und weg. Geschafft. Also das muss, meiner Ansicht nach muss das Gold sein. Gut, ob meine Ansicht interessant ist oder nicht, wird sich gleich herausstellen. Ob es überhaupt jemand interessiert, außer mich selbst. Und unglaublich. Sag es, sag es. Du willst doch auch. Was? Unglaublich? Ja. Dankeschön, dankeschön. Ich weiß. So bin ich nun mal. Schön, Ast rein, ey. Gut, da würde ich sagen, machen wir das Level hier, oder versuchen es zumindest auch nochmal. Und dann haben wir für morgen tatsächlich, also dann kriegen wir das Level, oder das Spiel, morgen. 6 Affen! Ihr habt nichts gesagt. Ihr habt nichts gesagt. Okay. Warum denn 6 Affen, Alter? Habt ihr Lack gesoffen, oder was? 6 Affen, einfach mal so, ne? Uff, ist ja nichts dabei, so nach dem Motto, ne? Bah! Du bleibst stehen, mein Freund. So, danke schön. Zip, 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 zip. Dippe, 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 dippe. Okay, wenn natürlich schon 3/4 der Affen hier sind, ist das natürlich etwas einfacher. Gebe ich zu. Nein! Netz, nicht das, genau. Ja, ist egal. Aber einer ist ja, glaube ich, noch, oder? Oder bin ich blöd? Ich meine, hier so zwischen dem Sandbogen muss vielleicht noch jemand sein. Ha! Hab dich. So. Vielleicht ist da sogar noch irgendwo jemand. Wer weiß, wer weiß. Nein, hier ist keiner mehr. Nehmen wir den Hula-Hoop. Lauf doch bitte los. Oh Gott! Ach, guck mal hier, wer da oben ist. Hi. So. Zack. Und. Boah, das wäre sogar unnötig gewesen. Ha! Alter Vater, okay, die 6 waren vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Vorausgesetzt natürlich, die Zeit ist ausreichend für Gold. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Auch vielleicht war es ja ein First Try. Mal sehen. Was? Jawohl! So will ich das sehen. So und nicht anders. Ja, nice, ey. Sind wir echt viel, viel weiter gekommen, als ich vermutet hatte. Ohne Scheiß.
Es gibt natürlich ein paar Zeit-Challenges, die mich schon so ein bisschen mehr ist, aber beschäftigen als andere. Eis-Level zum Beispiel, der Malquellen, wo wir jetzt Kackding hieß. Aber ey, wir heute jetzt innerhalb von einer Stunde, 8 Minuten. Und das ist das, was der jetzt hier anzeigt. Das ist inklusive, ich bringe das Handy für Julia rüber. Inklusive, ich mache am Anfang meine Scheiße. Also endlich fängt, sind wir wahrscheinlich bei 1 Minute 6 oder so. Haben wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Level auf Zeit in Gold geschafft, ne? Das muss man sich mal reintun. Unglaublich. Das geht auf jeden Fall, die Zeit-Challenges, deutlich besser von Hand, als ich vermutet hatte. Es gab natürlich hier und da, wie gesagt, ein paar Level, wo ich ein paar Schwierigkeiten hatte. Aber ey, das gehört dazu. Ne, gut, da würde ich sagen, speichern wir nochmal eben fix ab. Wenn es wirklich so weitergeht, ne, gehe ich mal mit allergrößter Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das hier aktuell die vorletzte Aufnahme sein wird. Und dass wir mit dem nächsten Mal, also mit der morgigen Aufnahme am 27.06. das Spiel dann auch erfolgreich beenden können. Ich werde selbstverständlich nochmal, wenn ich dann alle Zeit-Challenges habe, dann haben wir nämlich die 100% wahrscheinlich erreicht, dann werde ich dann nochmal den Spectre besiegen. Wir haben ja ein Level freigeschaltet, nachdem wir alle Affen befreit haben und so weiter und so fort. Und, Fortis brauchen wir nicht. 6,3% fehlen uns übrigens noch. Und ja, wenn ich das dann geschafft habe, dann wird uns wahrscheinlich das wahre Ende erwarten. Aber das werden wir wahrscheinlich erst morgen sehen. Also definitiv nicht mehr heute. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das gefallen hat. Ich bin froh, dass wir so gut vorankommen, wirklich. Dass es mal einigermaßen produktiv zu wirken scheint zumindest. Und ich hoffe, dass euch das Spiel gefällt. Nach wie vor, auch wenn wir kurz vorm Ende sind, dass euch die Aufnahme gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, sagt dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.